Nach jahrelangem Training wurde ich ein wahrer Jedi. Jetzt diene ich dem Orden und kämpfe für die Galaktische Republik, um die zu besiegen, die sie zerstören wollen. Schwester hat mich geschickt. Du bist frei. Renny, aber sie ist ein kleines Mädchen. Wie konnte sie? Und wieso? Oh, jetzt werden sie mich umbringen. Schnell, könnt ihr das wieder einschalten, es wieder in Gang setzen oder sowas? Bitte noch einmal, in klaren Worten. Ich kann nicht flüchten. Solange die Justikare mich in ihren Akten haben, weil ich die Sperrstunde nicht beachtet habe, werden sie mich bloß wieder einfangen. Und wenn sie mich schnappen, nachdem ich mich unentschuldigt entfernt habe, werden sie mich foltern. Es sei denn... Wenn ihr mir wirklich helfen wollt, löscht meine Akte aus ihren Computern. Ich verstecke mich irgendwo. Wenn sich die Lage beruhigt hat, werde ich Renny wiederfinden. Aufzeichnung der Verhandlung über Rikail Lysanis, Sitzung 1, Vorsitz Captain Dragon. Meister Lysanis, ihr seid der Verbrechen gegen das oberste Gesetz 8814 angeklagt. Beihilfe und Unterstützung eines Feindes des Protektorats. Wie plädiert ihr? Was glaubt ihr wohl, wie ich plädiere? Nicht schuldig. Ich weiß nicht einmal, wovon ihr redet. Das ist eine Verletzung meiner Rechte. Mein Vater gibt euch jede Menge Credits. Er wird nicht sonderlich erfreut hierüber sein. Das ist absolut irrelevant. Eure Verteidigung ist jetzt im Protokoll. Die Sitzung ist beendet. Ihr habt nicht die Absicht, mir eine faire Verhandlung zu gewähren, oder? Das ist Unterdrückung. Und ich verspreche euch, mein Vater... Aufzeichnung der Verhandlung über Rikail Lysanis. Sitzung 2, Vorsitz Captain Dragon. Meister Lysanis... Wie ihr wisst, hat eure angebliche Freundin Daria Felton euer Alibi nicht bestätigt. Daria Feltons Aussage, Berichte von 6 Augenzeugen und der Blaster, den man in eurer Wohnung gefunden hat, sind ausreichend Beweis für eure Mitgliedschaft im Verbrechenssyndikat Schwarze Sonne. Möchtet ihr zum Abschluss noch etwas sagen? Wisst ihr was? Das will ich. Ihr Idioten habt mich dieses Mal erwischt. Doch ihr solltet wissen, dass ich schon seit Jahren Operationen direkt vor eurer Nase abgewickelt habe. Ich arbeite für die Schwarze Sonne, seit ich ein Kind war. Ihr seid wirklich erbärmlich. Sehr gut. Eure Abschlussverlautbarung wurde aufgezeichnet. Die Sitzung ist beendet. Am Ende werdet ihr diesen Krieg verlieren. Die Schwarze Sonne wird aufgehen. Ich sehe nirgendwo einen Planetenfänger. Das ist nicht gut. Wir waren solche Narren. Tarnis, er ist ein Sith. Ich bin gekommen, um ihn aufzuhalten. Was ist hier geschehen? Tarnis hat uns ausgetrickst. Er sagte, ihr Jedi wollt das Projekt beenden. Er wies uns an, den Planetenfänger hierher zu bringen. Ihn sicher zu verwahren. Wir dachten, wir retten die Republik. Wir haben Tarnis den Prototypen gebracht. Er ist auf uns losgegangen. Hat alle getötet. Ich muss wissen, wo Tarnis hin ist. Keine Ahnung. Aber er hat den Planetenfänger mitgenommen. Der Prototyp erzeugt eine immense Hitzesignatur, wenn er aktiviert wird. Macht einen Thermalscan. Dann findet ihr Tarnis. Der Planetenfänger braucht Zeit, um Energie aufzubauen. Genug Zeit für euch,
um ihn zu zerstören. Rettet Coruscant. Armer Mann, das hat er nicht verdient. Ich starte einen Thermalscan von einem dieser Terminals. Kommt. Läuft. Der Techniker hatte recht. Das nenne ich ein Signal. Ortung läuft. Na also, Sektor 167, Koordinaten 8863. Soll das ein Witz sein? Das Signal kommt aus den Ruinen des Jedi-Tempels. Wenn der Planetenfänger aktiviert wurde, haben wir nicht viel Zeit. Die Ruinen des Tempels liegen mitten in einer Gefahrenzone, die Hüttenstadt genannt wird. Leute gehen hinein, aber kommen nicht mehr heraus. Hier in der Nähe ist ein alter Aufzug, der hinunter zur Hüttenstadt führt. Ich hoffe, ihr seid auf alles vorbereitet, denn das ist alles, was ich weiß. Wenn ein Sith da runter kann, können wir das auch. Hoffentlich kommen wir heil unten an. Und er nicht. Ich bin bereit. Also los. Die Akten vom Raumhafen der Justicare. Das sollte alles sein, was ihr braucht. Ich hätte es selbst nicht besser machen können. Diese Akten werden beweisen, dass die Justicare fremde Ausrüstung bekommen. Ich werde sie dem Hauptquartier übermitteln. Daran werden sie eine Weile zu knabbern haben. Vielen Dank. Das klang echt übel über den Kommunikator. Ihr habt wohl ordentlich aufgeräumt im Turm der Justicare. Habt ihr Aufzeichnungen von Rikel gefunden? Macht es nicht so spannend. Hier bitte, Paus. Direkt aus dem Inhaftierungsbereich der Justicare. Genial! Mal sehen, was ihr da gefunden habt. Oh nein! Rikel, du Schlange! Kein Wunder, dass deine Eltern nicht von dir sprechen, du mieser Gauner! Klasse! Meine ganze Story ist zunichte. Der kleine Penner war mein bester Hinweis. Jetzt habe ich keinen Anhaltspunkt mehr. Auch wenn diese Spur im Sand verlief, seid ihr noch immer im Recht über die Justicare. Davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Ich finde den Beweis. Ich muss nur etwas länger durchhalten, das ist alles. Trotzdem, vielen Dank für eure Hilfe. Kämpft weiter für das Gute. Wir sehen uns. Ihr seid zurück. Bin ich vielleicht erleichtert? Habt ihr alle Geräte platziert? Die Geräte sind alle am rechten Platz. So eine Erleichterung. Ich kann euch gar nicht genug für eure Hilfe danken. Dann wollen wir doch mal sehen, ob sie funktionieren. Sie fahren hoch, synchronisieren und... Es funktioniert! Die Frequenzen sind alle frei. Das ist fantastisch. Dann wäre ja alles geklärt. Ohne euch hätte ich es nie geschafft. Niemals! Unglaublich. Hier. Ich kann euch gar nicht genug für eure Hilfe belohnen. Ich werde dem Hauptquartier mitteilen, dass die Störer ausgeschaltet sind. Nochmal danke für eure Hilfe. Ohne euch wäre die Mission ein Desaster geworden. Dein Bruder ist frei. Er sagt, er wird dich finden, sobald es sicher ist. Wirklich? Justicare haben gesagt, er wäre getötet worden. Aber er lebt? Echt? Danke, danke! Ihr seid meine zweitliebste Person auf der ganzen Welt. Na, sieh einer an. Der Heißsporn ist in die Basis der Justicare eingedrungen und ist zurück. Habt ihr die Holodisk gefunden? Kann ich eine Kopie für meine Tochter machen? Hier, macht eure Kopie und dann gebt sie mir zurück. Ich hatte ein gutes Gefühl, als ich euch gesehen habe. Eine schnelle Kopie und hier ist eure Holodisk. Ganz einfach. Denkt daran. Hilfe für die Unterstadt wird diese geheimen Wege nutzen, um Leuten in Not zu helfen. Coruscant kann im Moment jede Hilfe gebrauchen. Es ist schön, mit jemand Kompetentem zu arbeiten. Jetzt bringt diese Disk zurück, damit der Sicherheitsdienst sie wieder ignorieren kann. Die internen Peilsender verraten mir, dass sie mir die Optimierungslösung bringen. Ich registriere außerdem ein Hilfsgesuch der Agnor-Zweifußschweine. Seltsam. Du solltest mal einen Blick auf dieses Datenpad werfen. Die Agnor-Zweifußschweine wissen meine Arbeit zu schätzen und bewundern meine Fähigkeiten. Welch unerwartete Anerkennung. Dank der zurückerlangten Optimierungslösung läuft Coruscants Müllverarbeitung wieder. Die Verbreitung von Dreck, Krankheiten und Giften geht zurück. Die Seuche ist abgewendet. Die violette Parallele ist wiederhergestellt. Die schwarze Winkelhalbierende.
Sehr schön. Ihre Hilfe wird benötigt. Ich bin Inika, eine Forschungseinheit. Bitte fragen Sie einfach nach, wenn sich Ihr Verständnis ins Weiße verschiebt. Ich bemühe mich um einfache Worte für ein besseres Verständnis. Ich weiß deine Mühen zu schätzen. Gewiss. Korusans Energie kommt aus der Hüttenstadt. Die Dunkelheit kommt aus der Hüttenstadt. Die Senatoren und Händler von Korusan sind blind. Die Energieverdunklung muss aufhören. Nochmal bitte, die Energie wird in der Hüttenstadt produziert? Die Hüttenstadt befindet sich auf den untersten Ebenen von Korusan. Dort gebären die Generatoren der Gree Elektronen zum Verzehr durch die Maschine. Aber bösartige Druiden durchtrennen die Energieleitungen und verschieben ihre Funktion ins Gelbe. Die bösen Druiden müssen aufhören und die Leitungen wieder repariert werden. Warum durchtrennen die bösartigen Druiden die Energieleitungen? Alle Druiden in der Hüttenstadt wurden beim Angriff des Imperiums beschädigt. Nun sind sie verdorben. Ich kenne die Energieleitungen und weiß, wo wir sie violett verschieben müssen. Als schwarze Winkelhalbierende können sie viele böse Druiden ausschalten. Mit den eingepflanzten Informationen und unserer Werkzeugkugel-Reparaturmutter in ihren Händen können sie die Reparatur durchführen. Klingt das machbar? Klingt machbar für mich. Hervorragend. Rote Tangenten umgeben uns. Sie werden es schaffen, schwarze Winkelhalbierende. Jedi, danke, dass ihr gekommen seid. Ich bin Fess Berber, Wissenschaftsnotar der Republik und planetarischer Berater des Galaktischen Senats. Mein aktuelles Projekt könnte die Geschichte verändern. Wenn meine Theorie stimmt, werde ich der berühmteste Wissenschaftler aller Zeiten. Stellt euch das vor. Wir wissen alle, dass die imperiale Bombardierung von Coruscant die Infrastruktur ins Chaos gestürzt hat. Aber was wäre, wenn selbst der Planetenkern betroffen wäre? Gäbe es einen Weg, um den Schaden zu reparieren? Vielleicht je nach Ausmaß. Aber wahrscheinlich müsste der Planet evakuiert werden. Ich brauche unbedingt seismische Messungen von den unteren Ebenen, speziell aus dem Hüttenstadtsektor. Im Geiste der Wissenschaft und für die Sicherheit der Republik müsst ihr diese wichtige Mission für mich erfüllen. Wenn ihr meine Theorie beweisen könnt, wird der Senat mir großzügige Mittel für weitere Forschungen gewähren und ich werde euch eine großzügige Belohnung zuteil werden lassen. Und wenn eure Theorie nicht korrekt ist, was passiert dann? Natürlich werde ich trotzdem zahlen, aber eure Kompensation wird deutlich geringer ausfallen. Ihr müsst nur den Berber-Seismikmesser nehmen, meine eigene Erfindung, versteht sich, und in der Hüttenstadt einsetzen. Der Messer ist ebenso präzise wie benutzerfreundlich. Die Herausforderung liegt allein in der Reise, nicht in der Wissenschaft. Sei dem Apparat. Willkommen in den geweihten Gängen der großen Hüttenstadt. Ich bin Osuris, der Chefingenieur. Ich diene den großen Maschinen, den wahren Herrschern von Coruscant. Es ist eine Freude, euch kennenzulernen, Osuris. Es tut immer gut, andere biologische Untertanen hier unten zu sehen. Diese Maschinen sind die lebenswichtigen Organe des Planeten. Biologische wie wir sind bloß Parasiten, abhängig von der unendlichen Energie der Großen. Doch Zwietracht herrscht zwischen den edlen Meistern. Die Stationären gewähren den biologischen Unterhalt, doch die Mobilen wollen unsere Art vernichten. Was sind Stationäre und Mobile? Die Stationären sind industrielle Giganten, Schöpfer. Die Mobilen, einige nennen sie Druiden, sind Arbeiter. Ihr müsst verstehen, einer der Stationären, Thermoschub, erleidet große Schmerzen. Er schmilzt, doch die Mobilen lassen mich ihm nicht helfen. Wenn er stirbt, sterben tausende Biologische an der Oberfläche mit ihm. Seine Energie wird freigesetzt. Meint ihr eine Art Explosion, ein Strahlungsleck? Beides. Thermoschub stirbt einen zornigen Tod. Ihr seid auch nur biologisch, aber könntet ihr mir vielleicht helfen, Thermoschub zu retten? Ihr müsstet die Kontrollventile an seinem Stahlskelett lösen. Tut das und alles rückt wieder ins Lot. Ich schätze, das wäre ein Dienst an der Republik. Ja, ein guter Dienst an den großen Maschinen und den biologischen.
Ihr würdet dem ganzen Planeten dienen. Thermoschub lebt tiefer in der Hüttenstadt. Ihr werdet ihn gleich erkennen. Er ist ein atemberaubender Anblick. Sie stehlen sie. Bitte. Ihr müsst sie aufhalten. Was genau ist geschehen? Wir hatten eine Mission. Wir waren auf dem Weg zum Jedi-Tempel. Hinterhalt! Imperialer Abschaum. Sie dürfen sie nicht bekommen. Gibt es noch weitere Informationen? Wir wurden geschickt. Astrogationskarten holen. Die Imperialen wissen davon. Sie dürfen die Karten nicht bekommen. Ich glaube, da kann ich helfen. Im alten Jedi-Tempel. Ganz oben. Eine versiegelte Truhe in den Gemächern des Rates. Dort sind die Karten. Ich kehre so schnell wie möglich zurück. Nein, keine Zeit. Die Karten. Bringt sie zu General Wendin, Senatsgebäude. Tut es für die Republik. Danke, Fremder. Ich hätte nicht gedacht, dass noch jemand töricht genug ist, sich hier rumzutreiben. Dumme Idee, einem verfluchten Senator zu trauen. Der Jedi-Tempel ist verlassen, hat er gesagt. Niemand da, gegen den man kämpfen muss. Nur der Weg dorthin ist problematisch. Und was finden wir? Kampfdroiden, imperiale Kommandos, Sith. Wir haben Glück, dass sie uns nur unsere Beute abgenommen und uns hier zum Sterben zurückgelassen haben. Der Jedi-Tempel ist ein heiliger Ort. Das Plündern hat nun ein Ende. Kein Problem für mich. Was ich suche, ist auf dem Schwarzmarkt eh nichts wert. Senator Stasno sucht nach einem Tagebuch, das seinem toten Sohn gehört hat. Irgendein großes Tier bei den Jedi, das während der Plünderung gefallen ist. Das Tagebuch ist alles, was von ihm übrig ist. Ich fühle mit dem Senator. Und mit seinen Credits. Aber diese Kommandos haben jetzt das Tagebuch. Sie werden uns nicht zweimal verschonen. Ich werde mich um die Kommandos kümmern. Senator sollte das Tagebuch seines Sohnes bekommen. Was immer ihr sagt, Jedi. Aber der Junge ist tot. Das Tagebuch wird ihn nicht wieder zurückbringen. Senator Stasno wartet in der Nähe des Senatsgebäudes. Wenn ihr das Tagebuch zurückholen könnt, wird er euch empfangen. Danke für die Rettung. Los, Jungs, dieser Auftrag war ein echter Reinfall. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Coruscant, Vater. Der Planetenfänger wird in wenigen Minuten positioniert. Der Republik bleibt keine andere Wahl, als sich zu ergeben. Du kehrst zu mir als Held des Imperiums zurück, mein Sohn. Ein Sieg auf der ganzen Linie. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Was denn, Tarnis? Hat der Plan etwa eine Lücke? Was für eine Schande. Seid ihr hier, um zu sterben, Jedi? Tut das nicht, Tarnis. Ihr könnt euch immer noch ergeben. Vergebt mir, dass ich euch dieses Angebot nicht ebenso machen kann. Lenke deinen Zorn, mein Sohn. Lass dir von diesen Jedi nicht den Moment deines Triumphs rauben. Dein Blut fließt durch meine Adern, Vater. Ich kann nicht versagen. Meinen Sohn getötet. Dafür wird er sterben, Meister. Ich werde mich persönlich darum kümmern. Ihr habt keine Ahnung, was ihr angerichtet habt, Jedi. Ihr könnt euch an keinem Ort der Galaxis vor meinem Zorn verstecken. Ich fürchte euch nicht. Kommt ruhig her, wann immer ihr wollt.
Ich werde euer Volk unvorstellbare Qualen erleiden lassen. Milliarden werden euretwegen sterben. Wir kontrollieren bereits eure geheimen Waffeneinrichtungen. All diese Macht gehört nun uns. Ich werde den Tod meines Sohnes an der gesamten Republik rächen. Und ihr werdet euch vor mir verneigen, ehe ich euch sterben lasse. Euer Groll richtet sich gegen mich allein. Es besteht kein Anlass, anderen zu schaden. Wenn sie sterben, werdet ihr leiden. Und ich will euch leiden sehen, ehe euer Ende kommt. Sagt euren armseligen Meistern, dass Darth Angral zurück ist. Dieses Mal wird es kein Mitleid geben. Was für ein Charmeur. Ich vermisse ihn jetzt schon. Der Planetenfänger ist offiziell Schrott. Sieht so aus, als hätten wir Coruscant gerettet. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Kira. So sehr ich diese giftigen Ruinen auch mag, vielleicht sollten wir zurück zum Senatsgebäude. Ich habe eure Rückkehr erwartet. Ich bangte um das Schicksal meines Herrn. Ich hörte, wie seine Schreie verstummten. Sagt mir, dass ihr ihn gerettet habt. Sagt mir, dass Thermoschub weiterleben wird. Ich habe die Ventile geschlossen, aber es ist eine Maschine. Sie lebt nicht. Thermoschub ist lebendiger als wir zwei. Und dank euch wird er nun weiterleben. Die Maschinen haben mir viele verblüffende Geschenke gegeben. Nehmt das hier. Möge es euch dienen, wie ihr Thermoschub gedient habt. Besten Dank. Ich muss jetzt zu meinen Pflichten zurückkehren. Die großen Maschinen brauchen mich und ich diene mit Stolz. Gelobt seid ihr und gelobt seien die großen Maschinen. Willkommen zurück, illustrer Kollege. Sagt mir, dass ihr die seismischen Messungen habt. Das war keinerlei Herausforderung. Fantastisch. Ich sage euch, zusammen werden wir Geschichte schreiben. Schnell, bitte lasst mich den Berber Seismikmesser untersuchen. Was? Das kann nicht sein. Laut diesen Messungen gibt es keine ungewöhnliche seismische Aktivität. Anscheinend war eure Theorie nicht korrekt. Ich kann es nur nicht glauben. Ich habe mich so lange nicht geirrt. Das könnte sich sehr schlecht auf meinen Ruf auswirken. Ich schlage vor, ihr nehmt eure Belohnung und schweigt. Gemessen am Ergebnis ist die Belohnung wohl großzügig. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss über einiges nachdenken. Ihr wart einige Zeit weg. Ich schiebe sogar Überstunden. Mein Commander ruft alle 5 Minuten an und nervt mich wegen dieser Baupläne. Habt ihr sie den Justikaren abnehmen können? Ich habe, worum es geht. Endlich. Ich kann euch diese Summe zahlen. Und eine kleine Gefahrenzulage. Und, können wir das vertraulich behandeln? Dass ich euch angeheuert habe, lässt den Rest von uns schlecht dastehen. Diese Baupläne könnten von großem Nutzen sein. Sorgt dafür, dass sie verwendet werden. Tja, mein Commander ist schon ganz gespannt auf diese Geheimwege. Aber wir werden sehen, was sich daraus entwickelt. So oder so habt ihr meinem Team eine Menge Kopfschmerzen und wahrscheinlich einige Verluste erspart. Die Energieverdunklung ist vorbei. Die Leitungen funktionieren wieder. Ich habe es auf unseren Bildschirmen beobachtet. Sie haben auch viele böse Droiden zerstört. Gut gemacht. Ist Coruscants Stromzufuhr damit gesichert? Keine Ausfälle mehr? Fürs Erste, ja. In einem Jahrtausend werden wir sie wieder um Hilfe bitten, wenn sich unsere Interessen schneiden. Denken Sie daran, dass die Technologie der Gree ausschließlich für die Enklave gedacht ist. Versuchen Sie nicht, sie zu kopieren, oder Sie werden dem grauen Pentaton zugeführt. Die schwarze Winkelhalbierende ist erfolgreich zurückgekehrt und wir bilden die rote Parallele, Senatorin. Der Handel zwischen der Enklave und der Republik ist erfolgreich. Ihr wart also erfolgreich und konntet allen Repräsentanten der Gree bei den Reparaturen der Infrastruktur helfen? Es gab ein paar Probleme, aber jetzt ist alles geklärt. Die Enklave hat ihren Teil der Abmachung gehalten, Senatorin. Coruscant hat die violette Gleichseitigkeit erreicht und die Enklave erbittet eine Gegenleistung der Republik. Botschafter-Droide Pataka, in der Republik gibt es noch weitere Welten, die von der Genialität der Gree profitieren würden. Ich schlage ein offizielles Abkommen zwischen der Republik und der Gree-Enklave vor. Was haltet ihr davon? Streben Sie nach einer blauen Parallele mit der Enklave?
Diese Aussicht ist unerwartet, erfreulich und einladend. Wir sollten sofort einen weißen Scheitel einberufen. Ich bin froh, dass ich der Bildung dieser neuen Allianz behilflich sein konnte. Eure Taten haben uns gezeigt, dass die Gree-Technologie beim Wiederaufbau der restlichen Republik von unschätzbarem Wert ist. Ich danke euch für eure Mühen. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätte ich es mit diesen Droiden aufgegeben. Das wäre ein teurer Fehler gewesen. Meine Hochachtung, schwarze Winkelhalbierende. Sie waren eine große Bereicherung für diese Zusammenarbeit. Und sie werden angemessen belohnt werden. Lieutenant, ich muss mit dem republikanischen Oberkommando sprechen. Captain, ich brauche 6 Trupps für einen schnellen Fährenangriff. Und schaff mir jemand die verdammten Schaulustigen aus dem Weg. Ich glaube, ich habe da etwas, das ihr unbedingt wollt, General. Fabelhaft. Legt es mir auf den Schreibtisch, bevor ihr geht. Halt, wartet mal. Da lauscht mich doch der Echsenaffe. Ihr habt den Astrogationscomputer aus der Ruine des Jedi-Tempels. Ich wollte schon die ganze Armee der Republik deswegen mobilisieren. Ihr ehrt meinen Trupp, indem ihr mir das Gerät bringt. Und mich macht ihr so glücklich wie einen Panther am Strand. Habt ihr eine Ahnung, was das für ein Gerät ist? Was es kann? Sicher. Eine Art Astrogationscomputer. Das ist die Untertreibung des Jahrzehnts. Der Computer enthält geheime Hyperraumrouten, die die Jedi vor Jahrzehnten mit dem Militär der Republik teilten. Wenn das Imperium diese Hyperraumrouten in die Finger bekäme, könnte es all unseren Schiffen auflauern. Ich hatte keine Ahnung, dass es so wichtig ist. Wenn ihr nicht gewesen wärt, hätte das Imperium jetzt die Information und wir säßen in der Tinte. Ihr habt die Republik vor dem Imperium bewahrt. Dafür verdient ihr mehr als nur ein Schulterklopf. Eine Medaille habe ich nicht für euch, also müssen Credits genügen. Davon werdet ihr nicht reich, aber immerhin etwas. Behaltet eure Belohnung. Ich habe das für die Republik getan. Dann sollte die Republik auch etwas für euch tun. Los, nehmt die Credits. Ich bestehe darauf. Ich werde diesen Astrogationscomputer jetzt wegschließen. Ihr habt viel für uns getan. Dafür habt ihr meinen Respekt. Damit konnte niemand rechnen, Meisterin Satine. Nicht einmal der Hohe Rat der Jedi. Wir haben es seit Wochen gespürt, General. Hättet ihr uns von eurem Geheimprojekt erzählt, wären wir vielleicht in der Lage gewesen, dieses Desaster zu verhindern. Da ist er, der Held von Coruscant. Willkommen zurück, mein Junge. Coruscant ist sicher, aber ich musste den Planetenfänger zerstören und Tarnis töten. Ja, das haben wir gehört. Wir wissen auch, dass Tarnis Darth Angrals Sohn war. Die Kommkanäle der Republik werden seither mit Drohung und Racheschwüren von diesem Irren überschwemmt. Anscheinend hat das Imperium unser Abkommen gebrochen. Das Imperium hat sich öffentlich von Darth Angrals Taten distanziert. Angeblich ist er abtrünnig. Es ist eine Lüge, aber der Senat weigert sich, eine militärische Antwort zu befehlen. Aus gutem Grund. Weder die Republik noch die Jedi sind auf einen weiteren Krieg vorbereitet. Wir würden verlieren. Milliarden würden sterben. Und wenn der Feind unsere eigenen Waffen gegen uns richtet, werden Milliarden sterben. Tarnis hat Informationen über unsere streng geheimen Projekte an seinen Vater übermittelt. Wir haben die Übertragung zum Planeten Ort Mantell zurückverfolgt. Darth Angral muss dort eine Basis haben. Ihr müsst sie für mich finden. Wenn wir ihn in seinem Lager aufstöbern, könnten wir diese Krise auf der Stelle beenden. Ich bezweifle, dass sich Angral auf dieser Welt aufhält. Aber sein Spionagenetzwerk findet ihr dort sicher. Meister Orgus spürt Größe in euch. Ebenso wie ich. Die Mission gehört euch. Ich komme mit. Meisterin Kiwix hat mich hier zurückgelassen, damit ich euch zur Seite stehe. Einverstanden. Nehmt Kira mit. Lehrt und beschützt sie, als wäre sie euer eigener Padawan. Das ist eine große Verantwortung. Ich werde sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir werden uns besser kennenlernen. Das wird nett. Ich muss den Hohen Rat über diese Entwicklungen informieren. Eine sichere Reise, junger Jedi. Möge die Macht mit euch sein. Alles, was ich jemals wollte, war, die Republik zu beschützen. Ich war hier stationiert, als das Imperium Coruscant angriff. Ich habe gesehen, wie der Jedi-Tempel zerstört wurde. All die Padawane und Meister, die ihr Leben ließen. Für sie begann ich mit der Waffenforschung.
Gute Absichten werden Darth Angral nicht aufhalten. Am Raumhafen wartet bereits eines unserer besten Raumschiffe auf euch. Euer Astromech-Droide trifft schon die Startvorbereitungen. Auf Ort Mantell herrscht Bürgerkrieg. Niemand darf dort landen. Dockt an der Orbitalstation an und kontaktiert mich. Viel Glück.